footage from Hong Kong, so, where the so-called bullshit, anomalies of unknown origin, have disappeared. Scientists sent probes into these vortexes to find out what caused them, or even what they are. There were several spottings in Eastern Europe also, and coastal areas of England. I repeat, the origin is not yet known. However, scientists assume that these are some kind of wormholes, or Einstein-Rosen bridges. By definition, a wormhole is like a tunnel or gateway with two ends, each in separate points in space-time. We've just got the news that there were spottings of some kind of... Oh my God! Und damit herzlich willkommen in Vortex The Gateway, entwickelt von Stormcube Games, einem kleinen Indie-Studio, in dem jedoch auch Entwickler arbeiten, die unter anderem an Crysis 3 oder Warhammer beteiligt waren. Vortex The Gateway spielt auf diesem wunderschön anzusehenden Alien-Planeten. Das Spiel basiert auf der Unity Engine 5 und erinnert grafisch ein wenig an Ark Survival Evolved und vom Crafting her... Ja, an The Forest würde ich mal sagen. So das, was ich aus dem einen Teaser, den es online gab, gesehen habe, würde ich das jetzt mal so im Raum stehen lassen. Wir sind hier durch einen mysteriösen, durch einen Alien-Angriff auf die Erde hin verschleppt worden, sage ich mal. Und müssen hier auf diesem Planeten überleben. Hier sind wir gespawnt und jetzt fangen wir mal an. Wir finden hier als erstes eine Machete und Instant-Mahlzeit. Es ist eines der wenigen Spiele, die direkt auf Deutsch sind und mal nicht komplett auf Englisch. Und hier finden wir eine Zeitung. Außerirdische. In Vorstädten rund um den Globus wurden Alien-Kreaturen gesichtet. Eine große Anzahl an Menschen verschwand. Einige kehrten nie zurück. Hat der Vortex etwas mit diesem mysteriösen Verschwinden zu tun? Ja, davon würde ich jetzt mal ausgehen, dass der was damit zu tun hat. Wir haben einen schicken Sessel. Also, für die Gemütlichkeit ist bereits gesorgt. Und das ist ein Feuerzeug. Okay, wir haben also die Grundsachen. Inventar, okay. Hier haben wir also einen Rucksack und hier haben wir Notizen. Eine Machete, eine Instant-Mahlzeit, Trinkpäckchen, rosa oder purpur, großes Päckchen Chips, das ist gut. Ein Feuerzeug haben wir auch. Was ist das? Ach, das ist die Instant-Mahlzeit, okay. Verstehe. Herstellung, ein Nahrungsmittel. Hier könnten wir das jetzt essen. Hier könnten wir es wegwerfen. Und das ist das Feuerzeug. Mit diesen Notizen, da können wir noch nichts machen. Das Spiel ist, wie gesagt, noch Early Access. Wenn wir hier jetzt auf Escape gehen, kommen wir ins Menü mit einer wunderschönen Musik. Hier stehen nun die wichtigsten Sachen. Gesundheit, Durst, Hunger, Ausdauer, Wärme, Rucksackkapazität. Okay, da müssen wir also drauf achten. Anzeige für Ausdauerschub, Anzeige für Spielergeräusche. Wir müssen in diesem Spiel schleichen. Es gilt sich... da eher bedeckt zu halten. Anzeige für Spieler Verborgenheit. Anzeige für warmen Ort. Anzeige für kalten Ort. Aber wir sehen, wir können hier noch nicht in die Optionen rein. Können auch nicht irgendwie speichern. Hab jedenfalls nichts gefunden. Können es lediglich fortsetzen. Und die Musik, muss ich sagen, die gefällt mir richtig gut. Was haben wir hier? Ein Monitor. Mit ganz vielen Post-its dran. Es sieht irgendwie aus wie bei mir auf der Arbeit. Und hier alles, was wir mit der Machete so irgendwie abschlagen können. Da haben wir hier dieses schicke Symbol. Ein Stock. Noch ein Stock. Noch ein. Noch ein. Dann nehmen wir mal ein paar Stöcke. Okay, da war die Ausdauer. Ausdauer niedrig, kann Aktion nicht ausführen. Ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut, dass das Spiel mal auf Deutsch ist. Die Amis können sich auch ruhig mal ein bisschen Mühe geben und unsere Sprache lernen, wenn sie ein Spiel anspielen wollen. So, was passiert denn, wenn wir damit hier auf den Baum eindreschen?
Okay, da passiert dann ausnahmsweise nichts. Die Frage ist jetzt, wie können wir jetzt hier etwas herstellen? Okay, da unten rechts ist dieses Symbol. Wir sind jetzt verborgen. Haben uns so ein bisschen getarnt in dem Busch und da vorne, da grunzt irgendwas. Also ich habe das Spiel nur ganz kurz, so ein ganz klein bisschen einmal angespielt, um es vom Sound her ein klein wenig anzupassen. Ich hoffe, es ist okay. Ansonsten werde ich das fürs nächste Let's Play nochmal ein bisschen nachjustieren. Also nehmt es mir nicht übel, wenn vielleicht der Game Sound zu laut ist, aber es gibt leider keine Option. Ich habe lediglich die Möglichkeit, die Gesamtlautstärke des Spiels runter oder rauf zu regeln. Und jetzt interessiert es mich aber doch, was da vorne so... Was? Ich hab Durst? Ach, herrje, ich hab Durst. Dann hauen wir uns doch mal hier so ein Trinkpäckchen rein, ne? Einmal da klicken, einmal da klicken. Okay, und da... Durstanzeige ist okay. Wir könnten eine Tüte Chips futtern. So, das sieht wieder gut aus. Hier geht aber langsam die Ausdauer nach oben. So. Irgendwas grunzt doch da. Ich weiß nicht so genau, ob ich mich dem nähern soll. Ach, wir probieren es einfach. Wir können ja nicht mehr wie sterben. Oh, hier steht Bambus. Boah, guckt euch das an. Das ist der Hammer. Das sieht richtig schick aus. Da machen wir doch mal einen Screenshot von. Das klingt wie ein Schwein. Aber ich dachte, wir sind auf einem Alien-Planeten. Da hinten bewegt sich was und da ist auch irgendwas. Eine Alien-Sau. Ast rein. Rennschwein Rudi Rüssel. Gibt's hier auch. Das ist ja... Oh. Ob ich so eine Sau schlachten kann hier mit der Machete. Naja, aber hier den Bambus wollte ich mal eben gucken. Mit gedrückter Shift-Taste können wir laufen. Das ist sehr schön. Hier können wir da bestimmt abhacken. Sonst wären ja die Symbole nicht da. Ah, okay. Ah, cool. Aha, okay. E. E. Und nochmal E'en. Bambusstamm wurde aufgesammelt. So, und jetzt? Was macht der da? Ja, genau, renn mal weg. Also, ich würde sagen, wir bleiben einfach mal hier. Es ist ja eigentlich ganz schick hier. Wie kann ich denn jetzt, kann ich da was mitmachen? Hier sind die Äste. Ah, und hier ist dann direkt Herstellung. Ach, das ist doch mal schick einfach. Oh, hier ist ganz viel dabei gekommen, seit wir den Bambus eingesammelt haben. Wir können einen Speer machen, eine Feuerstelle, einen Zaun, einen anderen Zaun, ein Regal, ein Gerüst, eine Rampe, einen Wachturm, okay. Und 11 von 30 ist hier im Rucksack an Gewicht belegt. Okay, also wir machen uns mal ein Campfire. Ach, das ist der Speer. Du kannst ihn werfen oder damit nach unten stechen. Okay, machen wir mal ein Feuerchen. Spendet Licht und Wärme. Kann ich die jetzt hier? Da ist der Hammer. Ach, guck mal da, wie fein. E. Okay, das erinnert dann sehr stark an The Forest. Aber, was mache ich denn jetzt hier mit dem Bambus? Wie werde ich den denn los? Bambusstamm. Ach, den könnte ich jetzt hier droppen, oder was? Kann ich den denn wegwerfen? Ja, da machen wir uns mal hier so ein... Machen wir uns doch mal einen Wachturm. So, oh. Der sieht doch schick aus. Okay. Kann ich den irgendwie drehen? Ah, okay, hier scheint es reinzugehen. Ich kann den mal schauen. Wir drücken einfach mal überall
wahllos auf der Tastatur herum und es wird gerade dunkel. Okay. Okay. So, das geht doch relativ fix. Holen wir uns doch noch so einen Bambusstamm. Was ist denn da hinten? Da hinten ist irgendwas am Glühen. Oh, ui. Die Aliens haben denselben Mond wie wir, nur größer. Wow. Aber schön flüssig läuft das hier. Das sind jetzt die hohen Grafikeinstellungen. Ne? Wir müssen uns sehr nah ranstellen, damit wir hier den Bambus fällen können. Na komm. Ding, 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 ding. Oh, jetzt ist aber finster geworden hier. Ein Glück, dass ich hier ein Feuer habe. So. Da kommt doch irgendwas angestapft. Oh oh. Das klingt nicht wie die Sau. Was ist denn das? Schnauze, Fury. Komm her. Ich hack auf dir rum. Also Urwald-Feeling vom Allerfeinsten. Da grunzt auch im Busch. Mensch, lass mich in Ruhe. Verschwind jetzt hier. Ich weiß halt nicht... Ui, ui. Ich weiß halt nicht, ob ich Schaden bekomme, wenn die mich treffen. Boah, da geht aber stark das Licht weg, wenn ich hier so einen Bambus aufhebe. So. Probieren wir das mal aus hier. Da müssen aber viele Äste dran, hä? Kann das sein? Naja gut, ist ja noch Bambus da und Bambus wächst ja eigentlich auch recht schnell nach, ne? Nehmen wir mal den hier. So, da in die Richtung könnte er gut fallen. Na? Willst du mich verarschen? Was ist denn jetzt los? Verdammte Hacke, ey. Ich werd bescheuert. Was passiert denn jetzt? Ach du Kacke. Uiuiuiuiui, hat Samson immer gesagt. Ist mir jetzt gerade der Kackstift gegangen. Ach du Scheiße, was ist... Boah! Alter Schwede! Ja... Wie geil sieht das denn aus? Das ist ja der Hammer. Boah, ich werd nicht mehr. Wir haben schon wieder Durst. Haben wir noch was zu trinken? Ja, Trinkpäckchen Purpur. Ja. Trinke es. Ja, trinke es. Wie denn? Ah, ich hab keins mehr. Ach du Scheiße. Ja, wie mache ich mir denn jetzt was zu trinken? Hat jemand eine Idee? Mist. Ich hab nichts zu trinken. Ich bin am Verdursten. Sowas Blödes. Da ist mein Campfire. Ja. Ja, blöd, ne? Kriege ich denn jetzt was zu trinken her? Gibt es denn hier die Möglichkeit irgendwo Wasser oder so? Notizen. Ja. Tut mir ja leid, Kollege. Da hauen wir uns mal die Instant-Mahlzeit rein. Vielleicht gibt die ein bisschen... Hm, natürlich nicht. War ja klar. Aber wir brauchen irgendwie was. Da hinten ist alles rot. Im Dunkeln. Boah, aber dieser Planet, ey. Boah, mein Gott, ey. Das sieht ja... Also, das sieht echt pervers geil aus.
keine Äste mehr. Okay, dann hacken wir uns doch mal hier so einen Baum. Ich habe keine Ausdauer. Und dadurch, dass ich keine Ausdauer habe, kann ich hier nichts abhacken. Also für so ein paar Äste reicht es noch gerade. Also, man kommt sehr schnell in dieses Spiel rein. Muss ich ja jetzt mal so anmerken. Man kommt sehr schnell rein ins Game. Aber wir brauchen was zu trinken. Da kommen wir nicht drum rum. Die Frage ist, wo bekommen wir das her? Wir haben halt auch keinen Kompass oder sowas. Das ist natürlich blöd. Aber die Planeten gehen dort auf und ziehen da rüber. Also gehen wir doch einfach mal da in die Richtung. Schauen wir mal, was da ist. Okay. Eine Ölfrucht. Eine Ölfrucht. Vielleicht kann man die futtern. Eine Ölfrucht. Sie brennt eine lange Zeit. Okay, war eine Kackidee. Hätte ja können sein. Was haben wir hier? Eine Flammenwurzelfackel. Muss ich mal schauen. Okay, jetzt können wir hier so eine Fackel herstellen. Verstehe. Also das Herstellungs- bzw. Crafting-Menü erweitert sich einfach dynamisch durch alles, was wir einsammeln. Hier, das könnte doch irgendwie... Was passiert denn hier? Passiert leider nichts. Oh, ist noch so ein Schweinchen. Wir brauchen was zu trinken. Es muss doch irgendeine Pflanze geben, die auch den Durst stillt. Oder ist das da vielleicht Wasser? Das wäre natürlich der Hammer. Das ist Wasser. Aha. So, ich hoffe. Wie kann ich denn jetzt hier was trinken? Ja, wie kann ich was trinken? Kann ich die Machete irgendwie wegstecken? Jetzt habe ich die weggesteckt. Feuerzeug. Einpacken. Kann ich hier irgendwie was trinken? Ich kann im Wasser schwimmen, aber ich kann es nicht trinken. Ja, wo kriege ich denn was zu trinken her? Eine nahrhafte Frucht, okay, die könnte uns was bringen. Ah, es ging Hunger. Aber nicht gegen Durst. Egal. Hätte ja können sein. Ja, ich habe Durst, ich weiß. Meine Ausdauer geht nach unten, meine Energie geht nach unten und ich finde einfach nichts zu trinken. Ist ein bisschen blöd. Guck mal, wie weit wir noch laufen können. Aber das Spiel macht sehr viel Spaß und läuft erstaunlich flüssig auf hohen Grafikeinstellungen auf meinem AMD 8-Kerner mit 16 GB RAM und einer GTX 79.
Ich brauche was zu trinken, Leute. Hier muss doch irgendwo was zu trinken geben. Ah, ist wieder so ein Vögelchen. Hier sind so Palmenblätter. Okay, kann man die hier abschlagen? Hallo? Einsammeln. Das Einsammelsymbol kommt nicht immer. Jetzt ist es da. Ein großes Blatt. Jetzt wollen wir mal schauen. Oh, wir können ein Haus und ein Zelt. Juhu. Können wir noch mehr hier? Der ist am Essen. Das habe ich gehört. Du hast in irgendwas reingebissen da hinten. Oh. Da oben tippelt was Neues rum. Das sieht dann nicht mehr so friedlich aus. Wie wir ja am Anfang des Spiels im Video gesehen haben. Es gibt also auch Aliens auf diesem Planeten, die sind uns dann wohl doch nicht so freundlich gegenüber aufgestellt. Und die sehen dem da relativ ähnlich. Von daher werde ich mich jetzt mal da weghalten und lieber versuchen, irgendwas gegen meinen Durst zu tun. Ich muss doch hier... Irgendwo muss ich doch was zu trinken geben. Schrei doch nicht so. Ja, also, was ist denn hier mit dem Baum? Da geht auch nichts. Ja, wo finden wir etwas zu trinken? Stein hier? Kann man auch nicht irgendwie mitmachen. Ja, schade, schade, schade. Hier wächst noch irgendwas. Ein paar schicke Blümchen. Da muss doch irgendwo was zu trinken geben. Wahrscheinlich kann ich auch einfach irgendwie aus dem Fluss trinken. Ich habe nur nicht rausgefunden, wie. Gehen wir mal nochmal dahin. Schauen wir uns das dann nochmal kurz in Ruhe an. Das kann ja nicht sein. Schauen wir mal hier nochmal rein. Zelt. Also hier können wir nichts machen, womit wir irgendwie Wasser holen können. Mit dem Blatt machen wir das. Fackel. Herstellen. Ich kann es nicht herstellen. Ich kann nichts herstellen, was mir irgendwie Wasser bringt. Ich wüsste nicht wie. Und ich schwimme hier im Wasser rum und ich kann es nicht trinken. Na gut, vielleicht ist es Salzwasser, weiß man ja nicht. Aber irgendwoher muss ich etwas zu trinken finden. Nun ja, ich versuche das mal irgendwie rauszukriegen. Und mit diesen beeindruckenden Bildern eines fremden Planeten und dieser schicken Botanik verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Ja, aus dem Let's Play, nachdem der Kollege aufgehört hat zu husten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, freue mich natürlich über ein Däumchen.
noch besser als ein Abo. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.